Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 3, heute in der Schrossschlucht, wo die Pikmins auch daran sterben, dass sie in eine Schlucht fliegen. Ja. Also nicht meine Pikmins. Doch, deine auch. Ja, können, aber es passiert wahrscheinlich eher weniger. Obwohl das so ein typischer Scheidungstod wäre. Alle Pikmins an die Schlucht verlieren. Ja, das ist echt so ein typischer Tod von mir, von Pikmin. So, erstmal Pikmins sammeln. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, gibt's auch wieder. Brauchen wir denn hier Feuer-Pikmins? Also die roten. Ich würde aber sagen, dass es auch andere gibt. Vielleicht Elektro-Pikmins vermutlich. Würde ich jetzt mal raten. Nee, Flügel. Ja. Kannst du, wenn du auf der Karte siehst, die Farbe sehen. Obwohl, ich glaube nicht, dass du das aufschlagen willst mit dem. Nee, Boden. Nee, will ich nicht, ist richtig. Ach, guck mal, du kommst sogar direkt an die dran. Warum solltest du es leicht haben? Da, hallo, tötet es doch! Warum sollte ich es dir leicht machen, deine Pigments einzusammeln? Was tust du? Dein Ernst? Da ist was Schönes. Da finde ich ein paar Pigments, die ihr bei jedem Patrouillieren hingestellt. Ja, das muss auf jeden Fall einer von meinen Roten durchtragen. Kannst das direkt schon mal einsammeln, dann habe ich direkt schon mal viel gepickt und mehr. Nein, den Stress würde ich mir eigentlich gerne zu gerne abholen. So, du hältst hier die Stellung. Du verhinderst, dass er seine Pickung. Oh nein, ihr seid gefährlich, ne? Ihr seid fies. Weg mit euch. Aber mein Pikmin hat einen Grund gebrannt. Ja, richtig so. Fuck jetzt sie alle ab. Und denn das? Was habe ich denn getan? Alles, das reicht schon. Guckst dir, man braucht nur die vorherigen Folgen angucken, ne? Ich gehe wahrscheinlich sind die gerade sogar irgendein Clip rein. Steigen. Ja, ich hab gesagt. Oh, aua! Ich hab 20 erwischt, jawohl! Aber was habe ich denn getan, dass du so Hass auf mich haben könntest? Ja, ich weiß das mit dem Stein. Hallo? Nein. Hey! Oh, nett! Oh, das ist viel. Ich hab Zucker gekriegt. Das ist aber auch fies. Die Flügelpigments sind hier praktischer. Ja. Weil die halt über den Mappen wegtragen können. Du Kleiner! Oh Gott, hier ist viel zu wenig Platz zum Ausweichen! Ja, ich hab mich getroffen. Es wäre so schön gewesen, hätte ich getroffen. Nein, wäre es nicht. Das wäre wunderschön. Nein, wäre es nicht. Ich bin nie anderer Meinung. So, Flügelpigmen, bring mir das. Ich sammle gerade auch hauptsächlich die Flügelpigments. Weil die halt überall hintragen können. Okay, gelbe Mogel, wo bist du? Okay, auf der anderen Seite. Man muss aber auch sagen, auf der Map die großen Punkte sind das Einzige, was gefährlich ist. Ja. Und halt dieses Flammenvieh. Weil das hat so eine breite Zunge, womit es sehr viel auf einmal töten kann. Aber ansonsten ist hier kein gefährliches Vieh. Das Einzige, was gefährlich ist, ist der andere Spieler. Was ich gleich auch hochliefe. Oh! Autsch! Die Bombe hat mich sowas von gerettet. Was? Ja, die Bombe hat meine Pigments zu Boden geworfen. Die hat sie nicht wirklich. Nein! Verdammt! Und deswegen wurden sie halt nicht von der Bombe getroffen, aber ich habe keine roten mehr dadurch. Ja, ich kann das Feuerfieh nicht mehr umbringen. Das ist schon mal gut. Außer ich kriege halt durch die Kopfschussgranate hier
Diese Glücksbombe ist übrigens erlaubt. Weil sonst kommt man nicht mal an seine Items ran. Ach, guck mal, wenn man schon von dem einen hier redet, ne? Ich wollte die Mine eigentlich in deine Base setzen. Aber dann hast du die mit dem Schwein getroffen. Schade. Ich habe deine Pigments genau erwischt. Ich dachte jetzt, ja, moin, ja, alle ausgeschaltet. Aber ich wollte das töten und ich es anstarren. Schade. Na, ich sehe das Problem, es gibt zwei gelbe Mogeln. Das heißt, ich habe keine garantierte Siegeschance, wenn ich das jetzt einmal will. Hier bringt das mal weg. So, tötet es. Nein, nicht das Blümchen. Oh, er hat ihn gehabt. Verdammt! Und ich hab die andere rote Murmel bei mir. Nein! Kacke! Das blöde Sie ist von Feuer umringt! Das ist witzig. Bin ich nicht! Was machst du eigentlich noch da unten? So, jetzt tragt sie einfach weg. Wir darf es halt nicht haben. Oh, und hier ist auch wieder Feuer. Dieses Feuer ist so schlimm, wenn man keine roten Pigments hat. Ja, das ist richtig. So, ich habe beide Momente eingesammelt. Hier ist auch mal wieder ein von meinen Pigments abgebrannt. Weil die halt genau in der Mitte durch müssen. Wo es am ehesten brennt. Nein, die Scheißdinger fliegen! Das ist Kacke! Ich hab nur die fliegenden dank dir! So, hab ich Glück? Ey, das ist so ein Glücksspiel. Ey, das war schönes. Ey, wenn ich jetzt wieder. Nein! Warum schreist du so? Das sind elf Runtergesehen! Das waren Fliegende! Ah, oh, zu geil. Die Reaktion war super. Ey, komm, jetzt bitte. Jetzt tu mir das nicht an, Spiel. Danke. Nein! Oh, das ist so ein Glücksspiel, diese Map. Aber zuerst. Aber wieso haben die überlebt? Es ist nicht so, dass das Hania-Spiel nicht kann. Ich hab nur Pech. Und ich bin ziemlich, naja, ihr wisst schon. Also ich bin nicht gerade der fairste Spieler gerade gewesen. Man muss aber auch sagen, es war unfair, dass alle Mobile bei denen haben. Ja. Und dass ich einfach ein Glück gehabt hatte bei der blauen. Die restlichen hatte ich aber auch nicht. Okay, es gibt noch gelbe Pigments. Brauchen wir auch diesen Janchen, die man recht gut werfen kann. Mal zu warten, wir müssen ja oben an die Blöcke ran. Ja, das Problem ist, welche von denen sind jetzt von wem? Das ist eine gute Frage. Du siehst nicht. Ach, da sind die Pigments, okay. Ja, die sind alle unten. Ja gut, das war zu erwarten, das war ja schon immer so auf der Map. Aber der Stein ist nicht mehr da, oder täusche ich mich? War hier nicht immer der Stein? Der ist zufällig. Ah, okay. Er meint diese Kugel, die es auch im Story-Modus gab, die kann man schieben und dann rollt die den ganzen Berg darunter. Ich erinnere mich noch dran, dass mir mal erzählt hat, dass SoulSalt sich damit selbst ausgeschaltet hat. Ja, der hat das Ding da einmal gerollt, der hatte vergessen, dass er eine Pigments auf der Strecke hatte, beziehungsweise er ist nach unten gelaufen und genau in dem Moment, als er nach unten gelaufen ist, kam die Kugel vorbei. Und hat sich dann, glaube ich, auch alle Pigments ausgelöscht. Ja, der hatte 50 Pigments und hat alle gleichzeitig ausgelöscht. Ich höre den Schrei schon gedanklich in mein Ohr. Nein, der hat nicht geschrieben, der hat sich selbst ausgelacht. Was? Echt? Er hat sich über sich selbst gedacht, der war da und der Spieler. Ja. Der hat nicht damit gerechnet, dass das geht. Der hat mich sogar noch gefragt, hey, man kann sich damit umbringen. Okay, ich habe meine Game auf jeden Fall schon mal, ne? Och, nur der hat zwei von denen. Ich habe noch keine. Oder doch? Die werden auf der Karte angezeigt, die Kopidos. Erstmal gelbe Sachen. Brauche ich mehr. Nein! Fuck!
Hier, komm her, hier hin, komm! Stein, 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 Stein! Ich hab noch ein paar. Ups, ich wollte hier gar nicht runter. Ist das gut? Ich lebe noch, aber ich habe sehr viele Pigments verloren. Es ist ein schwarzer Tag für diese Welt. Komm ich hier überhaupt nochmal wieder hoch? Das ist echt ein Glücksspiel mit diesen Dingern. Das Ding kannst du auch so wohl einsetzen. Achso, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass ich das hab. Ich denke mir gerade, wofür Spaß hier ist, bitte auf. Ja, das wird nicht lange dauern. Nein, du nicht. Man kann auch eine Granate mal kriegen. Die sind bisher nur bei dir da oben gespawnt. Nice! Ah, da ist ja eine. Ah, hier kann ich hoch. So. Nehmen. Das können wir. Ich hoffe, dass das Gute dabei rauskommt. Nehme ich, aber ich warte noch, bis ein günstiger Moment kommt. Hast du die jetzt so eingesammelt? Nein, 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 das war wie die Kubidos. Wie gesagt, ich warte auf einen günstigen Moment für meinen Blitzhorn, dann habe ich hier kein anderes Item. Wie zum Beispiel gerade eben der günstige Moment von dir, wo meine Pickles einfach die Schlucht runtergesägelt sind. Ja. der wird doch schon geil platziert. Okay, der war richtig gut. Also den Blitz hast du perfekt gemacht. Ich hätte selbst nicht erwartet, dass du genau da hinfliegst. Wie viele Pigments sind denn runtergefallen? Du hast damit 11 runtergesammelt. Lol. Das sieht man wahrscheinlich auch nochmal in der Nachbearbeitung. Warum müssen die rote Pigments vorne? Ich brauche die gelben. Ich bräuchte mal mehr von diesen Granaten. Ich hab noch eine gelbe. Das würde ich aufhören, das ist mir egal. Ich hab eben gelbe Pigments. So, Abtransport. Bei mir spawnen die Dinger aber auch einfach nicht. Vergewaltigt es! Na, hätte ich jetzt aufgepasst, hätte ich dir damit die Tour versorgen können. Hallo, was macht ihr da? Ich habe nicht erwartet, dass ihr das jetzt einmal um das komplette. Ich lasse jetzt einfach laufen, weil ich das witzig finde. Dass ich ja, einfach er hat wahrscheinlich keine Treppe gefunden. Wahrscheinlich, ja. Okay, dann nehme ich halt das. Schade. Ich dachte, du landest jetzt genau vor einem Gegner. Hallo. Wo kommt ihr denn her? Ich bin nicht mal weit weggespawnt, ne? Ich war hier. Wow. Du hast mich nur 5 Meter weiter geschickt. Das finde ich immer ganz blöd an dem Teil, wenn der Gegner sich kaum bewegt dadurch. So, da müsste jetzt eigentlich eine Treppe sein. Ich müsste dir da eigentlich lang können. Warum habe ich gerade so ein Glück mit den Dingern? Es ist halt auch echt meistens nur so ein Glück mit den Gruppen des Kanals. Ja. Manchmal von Regen. Alter! Ich hab auch mal diese scheiß Glücksmoment zu kriegen. Sorry! Ich kann doch nicht das mehr! Ich hab mich legit gerade eingesammelt! Ich weiß! Ich trage es sogar noch! Ich weiß! Ich finde das gerade verdammt funny! Na, da liegt hier noch eine. Ja, schön, dass ich weiß, wo das Vieh ist, das du brauchst. Ah, ich brauche erst mehr Pigments, bevor ich es Pack sammeln kann. Was ist denn das? Die Viecher werden nicht so gezeigt auf der Karte. Ach so, ich dachte, die werden auch gezeigt. Aber es ist bei dir oben. Ja, das hat relativ wenig ausgemacht. Ich sagte nö! Hey! Ich hätte jetzt nochmal den Blitz kriegen müssen. Ja, aber da das hier relativ langsam angreift, ist das da, glaube ich, relativ Latte. Wo bin ich gespawnt? Oh! Der Angriff!
Nein, lass meine Kumpelgranate in Ruhe. Ich hab ein anderes Objekt delegiert. Falls das Ding hier aufgefallen ist. Nee, ich bin nicht aufgefallen. Oh, wir sind sehr nah an meiner Base. Wirklich sehr nah. Das ist meins. Ja, das werde ich nicht zurückholen können. Ich musste es holen, sonst wäre das ja, nicht weiß, gewesen. Ja, ich weiß. Oh, ich werde jetzt so viele Picken kriegen. Ich habe kein einziges Boot. Also, du hast mehr Angriffskraft als ich. Sag mal, kann ich auch mal ein paar von denen kriegen? Ja, nicht normal. Ich hab dir eine gerade aus der Base gebilzt. Ja, das macht die Geschichte nicht viel. Trotzdem nur eine. Weißt du, was Schönes? Was? Kacke. Beide Dinger, die ich brauche, liegen bei mir. Na toll. Ja, kann ich jetzt gar nichts gegen machen, oder? Ich bin nicht schnell genug unten. Du hättest fast gewonnen, hättest du das Fieber hier oben mal bemerkt. Kacke. Aber auch ein knapper Sieg wegen dem Stein, dass du genau die Tür verfehlt hast. Die waren halt gerade nicht bei mir, sonst hättest du die auch noch getroffen. Ja. Dann hätte ich Sieg auf Pikmin los. Ja, wir haben das 6-0 erreicht, Leute. Scheiße. Wird Sunny im nächsten Part es reißen können, das Ruder? Oder wird das eine absolute Niederlage? Es ist halt auch teilweise echt ein Glücksspiel. Ja. Und so wie ich mich kenne, ich habe kein Glück. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.